Nächste Rednerin ist die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, sehr geehrter Herr Präsident Theodoros Rosopoulos. Ja, mit 75 Jahren mag der Europarat in Menschenjahren vielleicht alt erscheinen, doch um Ihre Landsfrau, die Griechin Nana Mouskouri, zu zitieren, man muss nicht leise sein, nur weil man alt ist. Und ich denke, ganz das Gegenteil ist auch der Fall. Gerade der Europarat darf aktuell nicht leiser werden. Die Bedeutung des Europarats misst sich nämlich nicht in Menschenjahren, sondern in Menschenleben. 700 Millionen Menschen leben unter dem Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention. Hierzu kommen über 200 rechtlich bindende internationale Verträge, die vor Gewalt, vor Folter, vor Missbrauch auch schützen sollen. Europa hat zwei verheerende Weltkriege mit Abermillionen Toten auf den Schlachtfeldern und in den Lagern, Faschismus und Nationalismus erlitten. Europas Lehren daraus sind Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität zwischen Menschen und Nationen. Und Herr Präsident, in diesem Geschichtsbewusstsein hat sich Österreich in der Zweiten Republik ganz bewusst für eine aktive, friedensorientierte Rolle in der Staatengemeinschaft entschieden. Das neutrale Österreich, beheimatet in der Bundeshauptstadt Wien, viele internationale Organisationen wie die OSZE oder die UNO. Und auf diese Tradition der konstruktiven Konfliktlösung waren wir auch stets stolz. Und ich denke, dass gerade angesichts der internationalen Krisenherde wir uns auf diese auch Stärke der Tradition wieder besinnen sollten und daran anknüpfen sollten. Herr Präsident, vor 5 Jahren im Juni 2019 sprach Ihre Vorgängerin Liliane Mauri-Pasquet anlässlich 70 Jahre Europarat auch im österreichischen Nationalrat. Und rückblickend auf diesen Juni 2019 müssen wir heute feststellen, niemand konnte erahnen oder vorhersehen, was alles in diesen 5 Jahren passieren sollte. Eine Pandemie mit ihren menschlichen Tragödien und ihren sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, Krieg in Europa, verschuldet durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, Krieg im Nahen Osten, ausgelöst vom Terror der Hamas, rasant steigender Antisemitismus, Rassismus, aber auch Homophobie und immer mehr Angriffe auch auf Frauenrechte. Demokratische Institutionen werden von innen und von außen in Frage gestellt, um unsere Demokratien und unsere Rechtsstaatlichkeit zu destabilisieren. Und wir könnten das erweitern um unzählige Krisenherde, um die Teuerung, um Inflation, um den Klimawandel und viele weitere Aspekte. Ja, und all das stimmt zu Recht ganz viele Menschen pessimistisch und sie lässt sie auch an der Zukunft zweifeln. Aber wissen Sie, wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir der Gegenwart nie ohnmächtig gegenübergestanden sind. Wir wissen zu genau, dass die Zukunft eben in unseren Händen liegt. Wir können die Logik des Krieges durchbrechen und wir können durch die Logik des Friedens ersetzen. Wir können dem Hass, der Feindseligkeit, der Spaltung der Gesellschaft mit Solidarität, mit Gerechtigkeit, mit Menschlichkeit entgegentreten. Und wir können Frieden und Zusammenarbeit durch ganz konkrete, an den Lebensbedingungen der Menschen orientierte politische Maßnahmen verändern. Und wir
brauchen wieder mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen, um eben Angriffe auf unsere liberalen Demokratien abzuwehren. Da liegt viel in unseren Händen. Viel, das wir wahrscheinlich alleine nicht leisten können. Deshalb gibt es eben auch den Europarat, der hier einen Beitrag leisten kann. Stärken wir die soziale Dimension. Nehmen wir auch in Europa und in unserem Land diese soziale Dimension wieder stärker in den Fokus, auf Basis wirtschaftlicher Innovationen, auf Basis des Wachstums. Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht nicht um mehr oder weniger als um mehr Gerechtigkeit in Österreich, in Europa. Und Gerechtigkeit ist keine Wohltat, Gerechtigkeit ist ein Recht in Österreich und in Europa. Vielen Dank. Am Wort ist nun die Frau Prof. Susanne Fürst. Bitte schön, Frau Prof.